Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück zu Let's Play The Siedler 2, die Weltkampagne. Viel ist nicht mehr da, wir haben sehr viel erobert. Und es geht weiter, entweder mit Japan oder mit Australien. Ich würde sagen, Japan liegt am nächsten dran, also ist die Japan... Sekunde. Ich glaube, ich habe jetzt wieder einen Fehler gemacht, denn der, mein Aufnahmeprogramm macht da immer so einen doofen Cut, wenn ich, zum falschen Zeitpunkt weiterrede. Und es kann sein, dass jetzt deswegen das Wort abgehackt, also das, was ich gesagt habe, abgehackt ankam. Was ich gesagt hatte, war, für die, die es nicht gehört haben, deswegen ist Japan unser nächstes Ziel. Also, ne, das war schon die Aussage, die ich getätigt habe. So, wir machen, wie gewohnt, drei Sägewerke. Sekunde. Moment, das ist so ein bisschen doof. Wir machen dich hier links rum. Zack, zack. So, natürlich wieder Tempo. Apropos Tempo. Wir müssen natürlich schauen, dass wir ein entsprechendes Tempo drauf haben, mit dem wir uns erweitern. Denn in Japan müssten wir... Ich glaube, es war nur ein Gegner. Aber der war recht knackig. Deswegen müssen wir dahingehend auf jeden Fall aufpassen. Gib mir eine Sekunde, ich mache eben meine... Gebäude hier soweit fertig, dann schauen wir uns an, was wir als Gegner haben. So, ja, Tatsache, wir haben nur einen Gegner, der ist natürlich mit uns verfeindet. Militär macht wie immer gleich. Inventur sollten wir auch mal eben machen. Ja, das übliche 16 Eisen, 16 Kohle. Ja, da kriegen wir schon alles hin, ne? So, erstmal wieder der übliche Start. So, ich sehe gerade, hier hinten haben wir schon ein bisschen was entdeckt. An abbaubaren Materialien. Deswegen schicken wir mal zwei Gelehrte direkt dahin. Komm, wir machen direkt ein drittes Sägewerk, bevor ich da irgendwie wieder in Schwulitäten gerate, wie man so schön sagt. Wir haben am Anfang genug Baumstämme und ja, wie gesagt, ich will einfach da jetzt mir nichts verbocken, weil ich zu geizig bin, ein Sägewerk am Anfang zu bauen. Und dass wir uns deswegen wieder blockieren, denn wir müssen hier sehr schnell vorpreschen. Ich habe die Karte noch so ganz dunkel im Hinterkopf. Ich meine, das war hier so ein relativ schmaler Übergang. Also wie so ein ne? So in etwa müsste der Landverlauf sein. Und hier war irgendwo so eine kleine so ein Engpass. Und bis dahin muss ich auf jeden Fall vor dem Gegner kommen. Das ist wichtig, weil sonst könnten wir Probleme kriegen. Oh, Wasser gefunden. Das ist ja toll. Deswegen werde ich jetzt ganz schnell ganz viele Baracken bauen. Eisen, sehr schön. Schon mal gut zu wissen. So, hier mache ich mal einen Weg, dass wir mal darum ein bisschen schneller kommen. Okay, das war's schon hier oben. Kommt hier mal ein Steinbruch hin. Hier ein Bauernhof. Hier eine Eselszucht. Brunnen. Denn wir müssen natürlich erstmal gucken, dass wir transporttechnisch soweit... Ein gutes Niveau haben. Sekunde, ich muss gerade überlegen. Warum kann er nicht da lang bauen? Was soll denn der Mist? Da auch nicht, was soll denn das? So. Was jetzt? Ja, Militärgebäude besetzt, das wissen wir. So. Die nächste Baracke, die besetzt sein wird. So, hier links. Ich vermute, da das hier nur ein kleines Stück Land ist, dürfte da nur Eisen drin sein. Aber das sehen wir dann später erst. So, Gott sei Dank, das erste Sägewerk steht. So, schnell die nächste Baracke her, der nächste Holzfäller her. Wir müssen nämlich echt gucken, dass wir mit unserem Land hier hinkommen, was wir so haben. Das ist nämlich echt nicht viel, was wir... zur Verfügung haben. Darum müssen wir, wie gesagt, Gas geben. So, komm, dann bauen wir hier noch einen Bauernhof hin. Dann kommt hier eine Windmühle. Hier eine Bakery und hier ein Brunnen. Und hier die nächste Baracke. Ah, Moment. So, hier die nächste Baracke.
Und komm, ja, wir machen hier unten auch eine. Hier kommt schon die nächste Fischhütte hin. Wir müssen ja gucken, dass wir auch mampftechnisch immer up to date bleiben. So, nirgendwo kommt Gold rein. Nicht, dass ich welches hätte, aber trotzdem. So, der Holzfäller hat da leider keinen Platz. Kommst du da hin? Jawohl, du kommst da hin. Sehr schön. Wobei, machen wir es lieber hier oben rum. Dann haben wir weniger Chance, dass wir den Bauern hier irgendwie Felder klauen. So, die Holzproduktion, die ist ja noch ein bisschen... Also die Bretterproduktion, klar, ich habe 3 Sägewerke, das ist super, aber ich habe jetzt nicht so viele Baumstämme, noch 20 Stück im Lager. Und die Produktion von neuen Baumstämmen, die lässt noch ein bisschen auf sich warten. Da kriegen wir schon alles früher oder später hin. Aber ich verstehe nicht, warum ich hier links nicht bauen kann. Es ist mir gerade echt ein Rätsel. Keine Ahnung. Oh, ich hoffe, der hat jetzt überhaupt irgendwie genug Felder, dass er was bauen kann. Also da eins und vielleicht da eins. Aber auf jeden Fall, wenn der Steinbruch weg ist, dann wird er genug haben. Hilft uns am Anfang natürlich nur bedingt. Aber egal, irgendwie müssen wir mal loslegen. Also ich würde sagen, wir können hier schon mal alles vollkleistern mit Eisenbergwerken. Ich werde jetzt noch keine anschließen. Ich werde nämlich erst auf Kohle warten. Ich glaube, wenn ich es recht im Kopf habe, müsste hier Kohle sein. Hier oben in dem. Ich hoffe, da ist auch Gold. Ich weiß es gerade nicht. Mal schauen, mal schauen. Wir werden es erleben. Schwing! Sehr schön. Viel freie Fläche. Das finde ich natürlich immer sehr gut. Zack. Dann bauen wir doch hier mal... Na, ich würde sagen... Ja, doch, hier. Einen Bauernhof hin. Obwohl, ihr wisst was? Ich gehe jetzt mal ein bisschen... Ein ganz kleines bisschen auf Risiko. Ich werde nämlich jetzt hier schon mal die Eisenschmelze hinbauen. Hier die Schmiede. Hier die Münzprägerei. Moment. Ich mache eben hier den Weg anders. Ach, das gibt's doch nicht. Was ist denn hier so buggy, dass ich auf diesem Land immer nichts bauen kann? Ah, Dreck. Egal, dann machen wir es hier lang. Kriegen wir schon irgendwie alles hin. Ja, so langsam werden die Baumstämme knapp. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir Holzfäller technisch Gas geben. Ich würde fast sagen, möglicherweise unten. Je nachdem, wie viel Agrarfläche wir hier zur Verfügung hätten. So. Zack. Ja, komm, wisst ihr was? Ich mache hier noch einen Holzproduktionskreislauf. Förster, Holzfäller. Ja, bitte? Militärgebäude besetzt? Ja, gut. Mehr Nachrichten haben wir, glaube ich, sowieso noch nicht wirklich. Ach, 2 Felder. Das ist ja fantastisch. Ach, die Verteilung. Stimmt. Ich vergesse das ganz gerne mal am Anfang einer Mission, dass ich da noch erstmal wieder alles auf voll stellen muss. So, Wasser kriegen natürlich auch alle ohne Ende. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt hier schnell hinterherkommen. Ach, guck an, der hat doch 4 Felder tatsächlich geschafft. Und er schafft tatsächlich noch ein 5. Super, Platz ist in der kleinsten Hütte. Wie das mal wieder beweist hier. So, die nächste Baracke ist fertig. Sehr schön, dann können wir gleich den Berg hier erkunden. Um zu schauen, was da auf uns wartet. Oh Mann, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu wenig Bretter. Also ich meine, ja, es ist natürlich eigentlich zu wenig, aber ich hoffe einfach, ich komme schnell mit der Produktion hinterher. Das ist echt gerade ein bisschen meine Hauptsorge. Also ich habe schon mal 3 Bauernhöfe. Das finde ich schon mal an sich ganz gut. Da fällt mir ein, ich bräuchte noch eine Brauerei.
Die baue ich jetzt auch schon mal. So, hier haben wir einen Berg. Das ist schön. Eins, zwei. Und dann erkunden wir hier nochmal. Eins, zwei. So, und dann schauen wir mal, was da an Ressourcen auf uns warten. Was da für Ressourcen auf uns warten. So rum. So, wir machen hier weiter. Sehr schön, wir haben ein paar Steine. Und dann sieht das doch hier aus, als wäre das ein guter Platz für einen weiteren Fischer. So, zack. Dann machen wir hier noch. Na komm, ne, wisst ihr, was machen wir hier? Wir müssen ein bisschen platzsparender denken. So, da unten geht's auch schon weiter. Sehr schön. Einen Moment. Ach nein, keine Wachstube. Entschuldigung, ich wollte eigentlich hier einen Steinbruch hinsetzen. Das wird uns hier die Steine wegklöppeln. Kohle gefunden, perfekt. Kohle gefunden, perfekt. Ja, es sieht nach einem sehr kohlelastigen Berg aus. Finde ich schon mal gut. Das heißt, wir können zumindest schon mal mit der Soldatenproduktion direkt loslegen. So, ich mache eben da den Unrat weg. Einfach, weil es mich optisch gerade ein bisschen stört. Gestört hat. Jetzt ist es ja weg. Ach man, ey. Kann da nicht noch Gold drin sein? Das wäre so geil. Gold gefunden, ja. Geil. Das ist der beste Mann fürs Leben. Heißt aber, wir sollten auf jeden Fall noch hier eine Baracke bauen. Ah, wobei im Moment der Weg ist hier mehr als bräsig gelegt. Mache ich zwar hier wieder weg. Also können wir hier nämlich noch gescheiten Bauernhof hinsetzen. Den wir auch nicht in der Produktion irgendwie einschränken. Oh, das ist aber sehr wenig Gold, was wir haben. Da müssen wir echt aufpassen. Dass wir da uns nicht verzetteln. So, hier oben mache ich auch mal eben einen Fischer hin. Würde ich sagen, können wir auch. Ja. Müssen erstmal schauen, dass wir mit der Bretterproduktion hinterherkommen, denn da sieht es gerade echt mau aus. Die Sägewerke sind leer. Das ist nicht gut. Ich verbrauche natürlich permanent Bretter, weil ich ständig irgendwas Neues baue. Aber gut, ich bin mal ganz vorsichtig optimistisch, dass wir das hinbekommen. So. So, Kohle. Kohle, okay, das reicht mir an Erkundung. Klasse, nehmen wir alles zu mit Kohlebergwerken. Oh, was war das? Oh, hier ist schon wieder diese verdammte Stelle, wo ich nicht bauen kann. Das ist doch Käse. Das ist echt Käse. Ich meine, ich verstehe das überhaupt nicht, warum ich da jetzt auf einmal nicht bauen kann. Da sehe ich ja überhaupt nicht, dass da irgendwie irgendwas im Weg ist. Aber gut, das Spiel sieht scheinbar irgendwas. Da habe ich mich jetzt verbaut. Da soll Kohle hin. Kohle. Und da noch ein Kohle. So, wir beuten den Berg erstmal linksseitig aus. Von links nach rechts futtern wir uns dann schön durch. So, da soll natürlich auch kein Soldat reinhuschen. So, der Brauer hat seinen Betrieb aufgenommen. Das ist schön. So, drei Bauern habe ich aktiv. Ich habe drei getreideverbrauchende Gebäude. Okay, okay, okay. Weiter geht's. So, wir müssen gucken, dass wir gleich da oben ans Gold kommen. Mit unserem Münzpräger direkt loslegen kann. Wie viele Kumpel haben wir denn überhaupt? 10 Stück. Das ist gut, das dürfte reichen. Da habe ich 2. Hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Das sind wir bei 7. Wunderbar, da kriegen wir auf jeden Fall genug zusammen. So, hier noch ein kleines bisschen Platz für ein kleines bisschen Bauernhof. Das heißt, hier machen wir dann noch eine Mühle, eine Bäckerei und einen Brunnen hin.
Mal so hier oben. Du wirst auch gleich besetzt sein. Das ist schön. Dann klatschen wir hier nämlich ein paar güldene Bergwerke hin. Lada. Ja, es ist exakt ein paar, nämlich zwei. Na gut. Wenn das so ist, dann ist das so. Das wird schon passen. Hoffe ich. Ich schick mal eben hier zwei Speer los. Ich hab das. Wir sind nämlich schon relativ weit. Der Feind ist noch ein bisschen langsamer. Oh, hat natürlich schon 7 Gold, der Sack. Alter, entschuldigt bitte, aber das ist doch mal echt ein miserabler Start. Also miserable Startvoraussetzung für uns. Ich habe noch gar kein Schlosser gebaut, fällt mir gerade auf, aber. Ich sollte erstmal gucken, dass ich das mit den Werkzeugen hier hinbekomme. Ich werde auf jeden Fall zeitnah gucken müssen, dass ich Einheiten ausbilde. Und das heißt dann natürlich auch, ne? Dass ich erstmal hier mit meinen Goldbergwerken zurande kommen muss. Ich muss doch mal gucken, da ich jetzt schon fast bei der Hälfte der Karte bin. Also soll ich gleich mal zumindest zur Absicht. Oh, wobei. Ich hatte gerade überlegt, einen Katapult zu bauen, aber wir haben hier überhaupt nicht viele Steine. Ob das was wird? Ich bin ja gerade echt ein bisschen skeptisch. Aber gut, wir tun, was wir können, ne? Fischerhütte, zack. Haben wir überhaupt noch einen Fischer? Nein. Haben wir noch eine Angel? Ja, aber zwei Stück, sehr schön. Seit 30 Minuten nicht gespeichert. Es geht schon los, ihr Lieben.